So, liebe Boxsportfreunde, wir wollen eine kurze Ehrung durchführen. Wir haben aber hier viele Freunde im Boxring, die unseren Verein unterstützen, die gerne bei uns sind. Peter Beira, komm auch rein, komm, warte nicht so lange. Und das wollen wir auch gerne tun. Wir haben selbst jetzt das 95-jährige Jubiläum zu feiern und wir haben in dem Schaufenster von der Firma Dustmann, Harkortstraße, eine schöne Ausstellung installiert. Wer sich die mal anschauen will, kann gerne dazukommen. So, unser besonderer Ehrengast ist natürlich unser Ernst Müller. Der ist ja nicht nur Europameister gewesen 1979, sondern auch Dritter der Weltmeisterschaft 1978. Ernst Müller war 7-mal deutscher Meister. Ich habe ihn angerufen und er ist gekommen. Wir bedanken uns mal insgesamt mit einem dreifachen Ring. Ring! Ring! So, jetzt kommen wir zur Ehrung. Wir haben was bekommen. Udo, komm her. Du musst mir das überraschen. Überreicht das mal dem Peter Kohler, der ist wieder hier. So, liebe Freunde, ich darf das vorlesen. Der Westfälische Amateurboxverband, 95-jährigen Jubiläum, zum 95-jährigen Jubiläum. Dank und Anerkennung für große sportliche Leistungen. Peter Torlop hat das entgegengenommen. Peter Torlop war über 30 Jahre unser Sportwart. An Boxsportfreunden ist, wenn sie zusagen und die Zusage auch halten. Und Peter Torlop hat mich nie im Stich gelassen. Ich darf noch des Weiteren vorstellen. Hans Mühlbauer hat mit mir zusammen in einer Boxstaffel gestanden, 1916. Thomas Happel war Silbermedaillengewinner bei der Handball-Weltmeisterschaft Olympiade war es. Sogar. Also, Thomas, super gemacht. Wir haben euch ja schon mal trainiert. Ich darf vorstellen, Bruno Hansmeier, wie gesagt, besucht unseren prominenten Stammtisch immer gut gelaunt, bestens aufgelegt und er ist eine Bereicherung unseres Vereins. Recht herzlich begrüße ich unser Ehrenmitglied Ursula Happe. Herzlich willkommen, Ursula. Unsere Goldhandschuhträgerin Elisabeth Brandt, die auch immer den Verein unterstützt. Ich grüße Thorsten Hoffmann, er ist Mitglied des Deutschen Bundestages, von der CDU habe ich gehört. Bezirksbürgermeister Hans Semmler, herzlich willkommen. Ich begrüße Dr. Ingenieur Matthias Schlitzka, er hat vor kurzem bei mich eine Laudatio gehalten. Ich habe ja den Hanseling bekommen vor 3 Wochen und diese Laudatio war super. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut war. Ja, ich begrüße unser Ehrenmitglied von Potisek. Er ist ja nur noch der einzige ehemalige Profiboxer hier in Dortmund. Er trainiert mit mir zusammen in der Helmut-Görlich-Halle. Wir sind alles Weltmeister, Paul. Und das haben wir gerade gehört, über 60 Jahre im Boxsport. Bin am 6. Oktober auch 60 Jahre im Dortmunder Boxsport 2050 gewesen. Wir beide kämpfen immer für unsere Sache. Ich begrüße Matthias Burchardt, unser neuer Geschäftsführer, und Peter Pereira, unser technischer Leiter, der auch hier den Ring so schön aufgebaut hat. Wie gesagt, auch meine Freunde, die überhaupt gestern den Ring aufgebaut haben, herzlichen Dank dafür, morgen früh 10 Uhr nochmal da sein, dann geht alles schnell von der Bühne. So, ich habe für den Ernst Müller auch eine Urkunde mitgebracht, in Anerkennung der Förderung des Dortmunder Boxsport 2050 verleihen wir Ernst Müller diese Urkunde. Dortmund, 10. Oktober 2015, der Vorsitzende hat unterschrieben, das bin ich selbst. Da Ernst Müller ja noch Trainer ist in Düren und sehr viel schwitzt, haben wir auch ein T-Shirt mitgebracht vom WBS.
Und liebe Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Verabschiede mich wie immer mit einem dreifachen Ring. Ring! 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 Und wer heute nicht drin war, ist nächste Mal drin. Stopp!